Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 16 von Europa Universalis mit Frankreich und zwar im Krieg momentan mit England. Und naja, da hängen noch ein paar dran, ne? Wo war der Krieg hier angezeigt? Da hängen noch Portugal, Britannia, Leinster und Connacht mit dran. Keine Ahnung, wo Connacht ist. Aber wir haben letztes Mal noch Truppen ausgehoben und zwar diese drei hier. Ich denke, die schicken wir mal gerade nach Calais mit hoch, um da die Verstärkung eintreffen zu lassen. In der Provence ist natürlich auch was los. In der Provence sei schon, in Britannia, da ist die Provence hier unterwegs. Und da kommen auch noch Truppen nach. Nee, das ist gar nicht die Provence, hier ist es Bourbonnais. Und die Provence verstärkt gerade da. Wir haben noch zwei Kriegsschauplätze, ich zoome mal gerade ein bisschen rein. Und zwar ist hier noch Poitiers. Was zu Gange? Aber eigentlich auch wiederum nicht, ne? Stand doch hier oben, ne? Ach so, wir können in Ideen investieren. Ach so, das war hier rechts. Feindliche Belagerung in Picardie. Ach so, das war hier drunter. Das war nicht da. Poitiers. Poitou oder so ähnlich. Sondern da. Aber die Angreifer haben gerade schlechte Moral, so wie das aussieht. Gut. Das würde ich ja schon fast sagen. Dann machen wir das hier nochmal anders. Schicken wir die erst in die Picardie. Unterstützen den Gegner. Dann werden hier die weiter demoralisiert und danach ziehen wir weiter hoch. Wo ist denn die eine Truppe hingelaufen, die wir hatten, die demoralisiert war? Keine Ahnung, ne? Gut, aber die haben wir ausgewählt. Drei, da werden vier angezeigt, oder? Okay, lassen wir erstmal so. Ich würde gerne mal auf die politische Karte gehen, da ist es ein bisschen klarer hier, wie die Verhältnisse sind. Und wir kriegen das hier mit den Truppen noch hin. Ich würde ja gerne noch ein paar haben, ne? Tage, 114 Tage, 105, 105, 107, 110. Achso, das sind Pferdchen. Dann sind diese hier etwas eher, die Infanteristen. Also, ich würde mal da noch welche aufrufen. Hat er auch gemacht. Da auch noch. Und mehr geht gar nicht. Okay, dann sind wir irgendwo an irgendeinem Limit gerade gestoßen. Ist nicht schlimm. Was haben wir hier überhaupt für Einnahmen? 11. Okay, das ist ja noch was. Gut, wir werden noch blockiert von zwei... an zwei Häfen. Und die Truppen lassen wir jetzt mal da. Die Schiffe lassen wir jetzt mal da. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir es erstmal gerade weiterlaufen. Und gucken, wie hier in der Picardie das läuft. Also da haben wir gerade gesehen, ist schon eine Truppe von den Engländern wieder gefallen. Die sind auch demoralisiert, deswegen ist es auch nicht so schwer, obwohl es... da kommt gerade eine große Flotte. Ich will nicht hoffen, dass die auch noch mit groß Truppen kommen. Gewonnen haben wir die Schlacht von Vermandon. Wo war die bitte schön? Können wir das irgendwo sehen? Ah, das ist hier gewesen. Die sind da rübergezogen. Okay. Ja, Go To stand da auch, ne? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, oder wie war das? Gut, dann sind ja da schon wieder Kämpfe zugange, sehe ich gerade. Und zwar haben wir hier einige Truppen. Und schlagen jetzt hier die... Was sind das, Portugiesen oder was? Ja. Wo sind sie denn? Werden mir jetzt gar nicht angezeigt hier, da... Portugal ist das, die Truppen von Portugal. Aber die kriegen einen auf die Mütze, würde ich sagen, ne? So, hier unten ist noch eine Armee frei geworden. Die schicken wir mal auch dahin. Da im Norden, oh, nee, wir machen das anders. Die schicken wir hier hin. Und gucken, was wir da ausrichten können.
Falls noch mehr kommen, was gerade nicht so aussieht. Hier wird noch was gemacht. Hier auch, da auch. Müssen wir gucken, dass was hinkriegt. Schlacht von Picardy wurde gewonnen. Da haben wir die Portugiesen in die Flucht geschlagen. Genau so ist es. Gut. Neue Truppen müssen jetzt gleich sofort erscheinen. Belagerung in der Normandie. Das ist gut so. 0,9. Die verstärken wir mal mit denen. Achso, da sind zwei Einheiten. Schicken wir die anderen runter und diese Truppen schicken wir mal hoch. So, irgendwo kommen bestimmt gleich welche wieder. Die gehen bestimmt nach Portugal zurück. Oh, da sind gerade, glaube ich, neue gekommen. Genau so ist es. Wo müssen wir da hoch? Die da mal hin. Obwohl ich ja gerne hier in der Bretagne mal was machen würde, ne? Machen wir nur so. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nichts verkehrt machen. Die dahin. Die dorthin. Ne, dorthin. Und die auch dorthin. Passt schon, oder? So, da oben haben wir 12 Truppen. Da unten nur 2. Es ist richtig was los. Oh, hier in diesem Land, in Laburt, waren die Engländer. Aber ziehen sich zurück. Keine Ahnung, wohin. Wie ist der Stand der Dinge? Oh, Mauern sind eingebrochen. Und hier noch nicht. Die Schlacht von Loire ging verloren. Ach so, wir waren da rein und dann haben die sich verteidigt. Gut, okay. Da haben wir wohl zu wenig Truppen gehabt, um dieses zu tun. War auch nicht so eine tolle Idee, ne? So, wie sieht's denn hier mit der Annexion aus? 92,5%, das ist auch gut so. Die Portugiesen sind hier, aber ziehen sich dann auch wieder raus. Da ist noch nichts passiert, aber hier sind wir schon gut zugange, ne? Ja. Das müssen wir jetzt durchziehen. Auvergne ist hier gut unterwegs. Das ist schon mal schön, ne? Die Portugiesen versuchen hier gerade was. Da ist eine neue Truppe. Ah ne, das ist keine neue. Dies ist die zurückgezogene, ne? Dann da mal in die Bretagne mit rein. Moral ist natürlich unten, aber kommen wir mit klar, denke ich. Können wir noch neue Truppen ausheben? So, dann müssen wir gerade mal lesen, was da ist. Ja. Okay, und das andere hält 1 Inflation. Nachlassende Produktion. Ja komm, Inflation, egal. So, aber wir konnten hier noch eine Technologie machen. Geregelte Bauaufsicht. Was ist das hier? Geht da was? Nee, ne? Nee, das funktioniert noch nicht. Da sind wir noch nicht so weit. Das heißt, wir können hier jetzt... Was hatten wir denn zuerst? Bürokratie. Und jetzt haben wir geregelte Bauaufsicht. Kosten einsparen von 20%. Ja. Machen wir. Das ist schon mal schön.
Prima, das habe ich jetzt auch schon gewusst. Da geht's dann voran. Aber wir sind jetzt erstmal hier noch beschäftigt, das ist klar. Häfen werden blockiert, ist auch klar. Können eine neue Technologie investieren. Okay. Diplomatische Macht. Ja, machen wir aber, ne? Markt und Dock. Marktplatz und Dock. Bonuseffekt, Handelsreichweite 10, kann am Dock, kann nun Dock bauen, kann nun Marktplatz bauen. Das ist wichtig. Gut. Dann haben wir das auch schon weitergetrieben. Dann machen wir hier mal den Stopp erstmal wieder raus, damit es vorangeht. Hier sieht das gut aus. Nachschub ist hier Mangel. Hier geht's voran. Status quo. Gut, drei Truppen sind ein bisschen wenig. Ah, da zieht nur eine nach. Hier wird nur eine produziert. Okay. Weiß nicht, ob sich da noch was formiert. Das, was wir jetzt noch machen können, wir können mal gerade hier in der Ile-de-France nach Gebäuden gucken. Tempel, Gericht gibt's auch. Ja. Den würde ich ja gerne bauen. Geht das überhaupt? Weiß ich jetzt gar nicht. Hier unten wird gekämpft. Da sind vier Truppen. Wie sieht's aus mit der Mauer? Ist noch nicht so weit. Hier oben in Calais brennt's schon. Und die haben noch Nachschubmangel. Das ist auch gut so. Da rechts produzieren wir noch. Wir brauchen noch vielleicht Truppen. Gucken, ob was geht. Nö, können wir gar nicht. fünf Truppen, ich weiß gar nicht. Das wird noch gehen. Söldner. Ich glaube, da ziehen wir nochmal welche nach. Kosten tun sie überall gleich, glaube ich, ne? So, drei Einheiten noch dabei. Da oben kommen dann immer die auch noch und dann ist gut. Was ist mit Gebäuden? Achso, die kann man nicht überall oder sind schon teilweise da. Dann bauen wir das nochmal, oder? So, ja, mehr geht erstmal wohl nicht. Gut, ist aber schon mal prima, denke ich. Oh, hier hat sich jetzt in Nachschubmangel umgeändert auch. Nicht mehr Status Quo. Und hier sind noch Truppen erschienen. Da schicken wir die hin. Und die schicken wir dahin. Gut. Geht doch. Oh, wo ist eine Schlacht? Oh. Wo ist denn die Schlacht von Berry? Da mittendrin. Okay. Das sind 8 portugiesische Einheiten. Die jetzt nach da oben kommen. Da haben wir noch 3 von der Provence. Und wir hoffen, dass sie uns gleich unterstützen. Das mit den Portugiesen gefällt mir momentan gar nicht. Was ist hier? Ach so, da wird was anderes gemacht.
Ja, Annexion. 98,7%. Müsste gleich passieren. Portugiesen rücken noch langsam vor. Wie sieht es hier oben aus? Die haben Wasserknappheit, das ist wunderbar. Und hier sieht es mit Status Quo wieder aus. Die Portugiesen stehen noch in Orléans. Ja, oder? Können wir das sehen, wie viel wir haben? Oder nee, machen wir mal nicht, oder? Ja, doch, komm. Eine Runde noch. So, Portugiesen stehen hier, machen nix. Nachschubmangel, die belagern da also. Ja. Ach so, warte mal hier, stopp. Okay, das haben wir geschafft. Gut. Gut, dann haben wir es Armagnac. Wir haben direkten Zugang hier unten nach Labour. Das war einer unserer Ziele. Haben wir erreicht. Ja. Nächste Runde. Hier weiter gucken, was da passiert. Das sieht ganz gut aus. Hier ist es ein bisschen schlecht. Wir bräuchten ein paar Truppen mehr. Mal gucken, wie wir das in die Wege leiten. Da wäre eine Rüstkammer möglich und auch ein Marktplatz. Ja. Aber ich denke mal, um die ganze Geschichte kümmern wir uns das nächste Mal. Jetzt haben wir hier zwei freie Herrschaften. Die sollten wir mal vielleicht gerade zusehen, dass wir die irgendwo hinschicken. Diplomatie. Beziehungen verbessern. Warte mal. Einflussaktion war das, ne? Nee. Wo sind wir denn jetzt hier? Nochmal alles zusammen. Oh, Bündnisaktion. Bündnis anbieten? Nein. Einfluss. Einflussaktion, das ist doch eigentlich das, ne? Beziehungen verbessern. Senden wir erstmal. Ich finde jetzt gerade die Annexion nicht. Wo ist die denn geblieben? Ha? Geht das bei denen nicht? Gut, müssen wir abwarten. Was geht bei der Auvergne? Annexion. Müssen wir erst die Beziehung verbessern. Machen wir das doch. Gut, haben wir das. Okay, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.